Ja, Freunde, bevor das Video beginnt, will ich, dass ihr wisst, dass ich laut TikTok-DNA-Test zu 76% Jude bin. Und außerdem habe ich mal dieses Video als Intro hochgeladen mit jüdischen Symbolen. Ich bin ein kleiner Maslak, das Video muss ich sehen. Bin ich mit dem Video fertig, kann ich dann schlafen gehen. Abonniert mal diesen Maslak, ich will Zahlen kurz sehen. Tut euch doch einen Gefallen, es wird ewig weitergehen. Also haltet jetzt eure Fresse und schaut euch das Video an. So, und wo das jetzt geklärt ist, dass ich nichts gegen Juden habe, ihr habt es ja am Anfang gesehen, ich bin eigentlich selber einer. Kommen wir zum neuesten Video von Just Nero mit dem Titel Lösch dich, Gil Ofarim. Und ihr wisst, was das für uns heißt. Drauf bashen, kein Blatt vor den Mund nehmen und frei das aussprechen, was wir denken. Und das Schlimmste an der Sache ist einfach, wir haben ja wirklich nichts gegen Juden. Obwohl zurzeit eine Welle der Empörung und eine Welle des Judenhasses durch die ganze Welt weht, habe ich einige Juden kennengelernt, vor allem hier aus meiner Community, die auch nach meinem letzten Gil Ofarim Video mir geschrieben haben und sich dafür bedanken, dass ich es in dem Video klipp und klar nochmal erwähnt hatte. Denn Gil Ofarim ist nicht repräsentativ für alle Juden da. Weil er so eine hinterhältige, ekelhafte Aktion gebracht hat, heißt es nicht, dass alle Juden so sind wie er. Und jetzt, wo das geklärt ist, will ich euch einmal ganz kurz noch nerven. Denn nach meinem letzten Video konnten sehr, sehr viele Leute nicht schlafen, weil die ein Ohrwurm hatten. Und das will ich euch hier nicht vorenthalten. 3000 Abos, die fehlen mir hier. Um die zu kriegen, brauche ich Hilfe von dir. Also drück mal den Abo-Button, dass wir noch dieses Jahr die 200 knacken. Ihr habt's gehört, nur noch 3000 Abonnenten, bis wir die 200k hier auf dem Kanal knacken. Ich danke jedem einzelnen Gönner da draußen, der noch nicht abonniert hat, jetzt den Abo-Button drückt und die Glocke aktiviert. Und ich würde mal sagen, auf entspannten zurücklehnenden Hasen, let's go. Einfach und drückt den. Na? Sicherlich wird fast jedem von euch Gil Ofarim ein Begriff sein. Falls nicht, empfehle ich bei Gelegenheit, den Stein zu lüften, unter dem ihr lebt. Die Causa Ofarim ist nämlich so viral gegangen, dass man sich schon echt anstrengen müsste, davon nichts mitbekommen zu haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde von euch eines Besseren belehrt und das haben doch viele nicht mitbekommen. Bevor die Frage aufkommt, trotz seines Namens Gil hat er übrigens nichts mit der Währung aus Final Fantasy zu tun. Ich verbitte mir Witze darüber hier. Jedenfalls erhob Ofarim vor knapp 2 Jahren schwerste Vorwürfe gegen das Westin Hotel in Leipzig. Während er auf seinem Bordstein vor dem Hotel saß, hat er uns lang und breit erzählt, dass er nicht einchecken dürfe, außer er würde seine Davidsternkette ablegen. Dieser Stern ist halt ein jüdisches Glaubenssymbol und jemandem deshalb den Eintritt in ein Hotel zu verwehren als Rezeptionist, hat generell, aber besonders in Deutschland, einen wahnsinnig ekelhaften Geschmack. Und selbstverständlich wurde das zu einem riesigen Skandal. Dessen war er sich auch voll bewusst. Die Medien haben Wochen und Monate lang rauf und runter berichtet. Gil Ofarim konnte sich quasi gar nicht mehr vor Auftritten retten und war Dauergast in sämtlichen Talkshows. Alleine 2-mal bei Stern TV zu dem Thema, innerhalb eines Monats jeweils am 6. und am 20. Oktober 2021. Anders gesagt, noch nie in seinem Leben hat dieser Kasper so einen Hype, so viel Erfolg und so viel generelle Bekanntheit gehabt. Und das ist das grundlegende Problem daran. Das ist auch das, was solche Menschen wie ihn dazu verleitet, so etwas zu machen. Einfach skrupellos das Leben von mehreren Leuten zerstören, in den Ruin treiben, damit man genau diese Aufmerksamkeit erhaschen kann. Das gleiche hatte damals Nika Irani gemacht, beziehungsweise versucht mit Samra, erinnert ihr euch? Dann wurde sie exposed und irgendwie schafft es Karma immer wieder, diese Menschen komplett auseinander zu nehmen. So dumm sie auch war, hat sie es jemandem, mit dem sie sich getroffen hat, den sie nicht kannte, offenbart, dass die Vorwürfe, dass Samra sie vergewaltigt hätte, alles fake war. Sie hat alles ausgeplaudert und wurde heimlich dabei gefilmt. Aber davon hast du nie wieder was gehört. Eine Shirin David, die dieser Thematik so viel Wind gegeben hat, hat sich dazu auch nie wieder geäußert. Und diese Menschen sind ganz, ganz gefährlich. Und all diese Lutschers, die bei dieser Gil Ofarim-Thematik auf einmal zu Nationalhelden geworden sind und zu Boykotten aufriefen, die muss man eigentlich auch zur Rechenschaft ziehen. Aber das wirksamste Mittel, damit niemals wieder jemand auf die Idee kommt, so etwas zu machen wie dieser Gil und diverse andere da draußen, ist es, solche Menschen in der Öffentlichkeit auseinanderzunehmen. Und ich habe gesehen, der Typ hat nicht mal mehr einen Instagram-Account oder er hat mich blockiert. Keine Ahnung. Aber genau das ist richtig. Man muss sie aus der Öffentlichkeit rausekeln. Das Leben dieser Menschen muss richtig, richtig schwer werden und man muss an ihnen ein Exempel statuieren, damit Leute in Zukunft nicht auch auf die Idee kommen und sich denken, ey, bei denen hat das so gut geklappt, den Hype nehme ich mir auch mit. Und das hat er so richtig genommen.
genossen, wie selbstgefällig er sich gegeben hat und sich dabei den Bauch pinseln ließ. Dieses sich selbst als Opfer zu inszenieren und dabei so viel Zuspruch und Beistand zu bekommen, das war einfach voll sein Ding. Er hat das komplett ausgeschlachtet. Das war keine kurzweilige Angelegenheit, sondern hat die Zeit komplett überdauert. Ihr ahnt nicht, wie viele Menschen sich mit ihm solidarisiert haben, was sich grundsätzlich auch gut heißen würde, weil sich gegen Antisemitismus zu positionieren, ist eine wichtige Sache, das sollte man schon tun, ne? Nach einiger Zeit kam aber Zweifel auf, weil Ungereimtheiten in seiner Geschichte festgestellt wurden, was aber nichts daran geändert hat, dass der überwiegende Teil immer noch hinter ihm stand und Leute, die Skepsis gezeigt haben, teilweise brutal angegangen wurden. Und deswegen meinte ich eben, diejenigen, die ihn supportet haben, müssen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Einfach in die Öffentlichkeit mit denen, zeigt deren Gesichter, blamiert die. Die sollen ein wenig von dem abkriegen, was die anderen damals angetan haben. Denn es gab Menschen, die haben Zweifel geäußert. Auch YouTuber, Kollegen von mir. Und die wurden ebenfalls angegangen und als Antisemiten betitelt. Obwohl es Videoaufnahmen gab, Überwachungskameraaufnahmen, wo man sehen konnte, dass der Typ keinen Davidstern um seinen Hals trug. Und jetzt überlegt mal einen Schritt weiter. Darüber hat noch keiner geredet. Selbst wenn er einen gehabt hätte, wer hätte sagen können, dass er genau wegen diesem Stern nicht reinkam. Vielleicht kam er nicht rein, weil er abgehoben war, weil er dachte, er wäre was, obwohl er nichts ist. Dass er famegeil ist, haben uns die letzten Jahre gezeigt, dass er es genossen hat, im Rampenlicht zu stehen, ebenfalls. Und das war der Auslöser dafür, dass er diese Thematik so aufbauschen musste. Trotz, dass es mit den Kameravideos, auf denen man den Stern nicht sehen konnte, belastbares Material gegen ihn gab. Ich werde mich in diesem Video hier wirklich zurückhalten müssen. Anfangs glaubte auch ich ihm die Story, weil ich es nicht für möglich gehalten habe, dass es einen Influencer gibt, der so unsagbar dumm ist, so eine Lügengeschichte zu erfinden, während es Zeugen und Beweismaterial via Kamera gibt. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass es so einen saudämlichen Menschen gibt. Bro, ich stimme diesmal nicht so oft mit Just Nero überein. Was für dumm. Ja, er ist dumm, natürlich. Aber skrupellos ist der Begriff, den man hier erwähnen muss. Dass es so einen Menschen geben kann, der so skrupellos lügt bei so einer wichtigen Thematik. Wer traut sich denn noch in Zukunft nach diesem Skandal rauszugehen und zu erzählen, ey, die und die haben mich antisemitisch behandelt, was deren gutes Recht wäre? Und stellt euch vor, es würde zu 100% den Tatsachen entsprechen. Kein Schwanz würde denen mehr glauben, dank ihm, da er jegliche Glaubwürdigkeit genommen hat, nicht nur von sich selbst, sondern von jedem weiteren, der mit so etwas an die Öffentlichkeit geht. Aus den Ermittlungen gegen das Westin-Hotel in Leipzig wurden Ermittlungen gegen Ofarim, weil akuter Verdacht der falschen Verdächtigung sowie Verleumdung bestand. Am 28.11.2023 gestand Ofarim, dass er gelogen hat. Alles, was er dem Hotel und dem Rezeptionisten vorgeworfen hat, war frei erfunden. Wir haben hier jetzt ein Problem. Erstmal möchte ich dringend festhalten, dass es sich bei Herr Ofarim um ein egoistisches, selbstgefälliges, selbstgerechtes, selbstverliebtes, erbärmliches, lächerliches, zum Fremdschämen peinliches Wenigstens ist dieser Mensch konsequent in seiner Peinlichkeit. Entdeckt wurde er nämlich im Jahre 1997, als er einen Musiker für die Foto Love Story in der Bravo darstellte. Wunderbar. Aus diesem Auftritt wurde eine tatsächliche Musikerkarriere und das ist jetzt die Stelle, an der ich grinsen muss. Wollt ihr mal den Namen seines Durchbruchssongs hören? If You Only Knew. If You Only Knew, dass du ein verlogener Mensch mit einem ganz, ganz fürchterlichen Charakter bist, der sich für etwas Besseres hält als Menschen, die einem ganz normalen Job nachgehen, die keine öffentliche Reichweite haben. Und du daraus nicht mal ein Geheimnis machst. Ihr werdet noch verstehen, warum das hier zu so einer Schimpftirade eskaliert. Diese Lüge hat weitreichende Konsequenzen und eine davon ist, dass er mutwillig und bestem Gewissens ein Menschenleben zerstört hat. Das ist das erste Mal, dass ich mitkriege, dass ein jüdischstämmiger Mensch von deutschen Influencern so auseinandergenommen wird. Das heißt, stellt euch einfach nur vor, wie viel Scheiße er gebaut haben muss, dass diese Leute wie ein Alpha Kevin oder ein Just Nero sich trauen, als Deutsche so über ihn zu reden. Völlig zu Recht, muss man hier an der Stelle sagen. Und das ist etwas, was mich maximal abfuckt. Nur weil Leute sich zu gewissen Minderheiten zählen, heißt es nicht, dass man die nicht kritisieren darf. Leider Gottes ist es in Deutschland aber so. Und diese Macht wird oftmals ausgenutzt, ob nun von Transgender-Menschen oder Juden oder auch Muslimen teilweise. Auf die eigene Art und Weise gibt es nun mal Menschen, die deren Minderheiten
Minderheit zu ihrem Vorteil nutzen. Wir werden da gleich noch drüber sprechen. Seine Karriere hat danach so ein wenig vor sich hergedümpelt. Er hatte Auftritte bei Serien wie GZSZ. Da wissen wir ungefähr, auf welchem Niveau wir uns befinden. Herzlichen Glückwunsch. Aber irgendwie sollte das Ganze einfach nicht mehr so richtig laufen. Tja, da kann man sich halt einfach mal mit erfundenen Skandalen Abhilfe schaffen, wa? Das Problem dabei ist, dass er nicht nur einfach gelogen hat. Gut, eine einfache Lüge wäre es nicht, weil es überall Thema war und er in sämtlichen Talkshows an seiner Geschichte festgehalten hat und den Moderatoren wie unter anderem Halaschka frech ins Gesicht gelogen hat und es ausgenutzt hat, dass die dem geglaubt haben. Aber das mal zur Seite. Damit es für ihn jetzt nochmal richtig schön peinlich wird, schauen wir uns sein ursprüngliches Video an, mit dem Wissen, dass das alles gelogen ist und der wahre Beweggrund für dieses Märchen so unfassbar niedrigschwellig und ekelhaft ist. Einen schönen guten Abend zusammen. Wünsche ich dir übrigens nicht, du Clown. Ich bin ganz sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ja. Ich wurde in der Vergangenheit oft gefragt zum Thema Antisemitismus in Deutschland. Halt deine Fresse. Da du davon meintest, dass du sprachlos bist, hättest du vielleicht auch den Mund dicht halten sollen. Mhm. Das hätte einigen Menschen echt viel erspart. Ich glaube einfach mal, nicht nur ich finde es so widerlich, dass er ein heikles Thema, Antisemitismus in Deutschland, ganz bewusst instrumentalisiert, um einem Menschen zu schaden. Das ist halt super manipulativ. Ich wurde so oft zum Thema Antisemitismus gefragt und jetzt passt mal auf, ich erzähle euch ein Lügenmärchen, was mir gerade angeblich passiert ist, ne? Ja, Antisemitismus ist ein gewaltiges Problem in Deutschland und gerade deshalb sollte man es nicht so durch den Schmutz ziehen. Jetzt wird's aber noch dreckiger. Schaut euch das mal an. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig, in einem Hotel namens West Inn. Er filmt ja ganz gezielt den Eingang, während er den Namen des Hotels nennt. Das macht er ganz bewusst, weil er wollte, dass dieses Hotel ausfindig gemacht wird und einen Shitstorm bekommt. Man kann sich dessen sogar zu 100% sicher sein. Er hat nämlich in dem Gespräch mit dem Kerl an der Rezeption angekündigt, dass er dafür sorgen wird, dass es einen Shitstorm gibt und das Ganze viral geht. Im Kopf behalten, nur weil er kein Extrawürstchen bekommen hat und wie jeder andere in der Schlange stehen musste. Den Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen. Es war ein Herr W. Alter, dieses Grinsen, das gibt mir gerade den Rest. Ich war selten so sauer, während ich ein Skript schreibe. Der freut sich richtig, weil er ganz genau weiß, dass er gerade dabei ist, über jemanden die Hölle losbrechen zu lassen. Jetzt stellt euch nur kurz vor, ne, zum Glück werden diese Kommentare relativ schnell gelöscht. Auch bei mir gab es solche Kommentare, die habe ich ebenfalls gelöscht. Stellt euch nur kurz vor, was sich jetzt richtige Antisemiten, ja, der Judenhasser, was sie sich in diesem Moment denken, was für eine Wut die auf ihn haben und was für Kommentare die verfassen. Eins der Beispiele nenne ich euch hier mal, das ist sogar eines der harmloseren, und zwar typisch Juden. Genauso sind die, jeder einzelne von denen, siehe Palästina. Und er hat den Ruf der Juden, der Religion der Juden, denn Juden sind ja Angehörige einer Religion, des Judentums, er hat den so weit runtergezogen, wie es selten jemand hier in Deutschland geschafft hat. Und hier nochmal, nicht jeder Jude steht hinter Israel und dem, was sie da machen. Nicht jeder Jude ist wie Gil Ofarim. Ich habe einige kennengelernt, vor allem in meinen Twitch-Streams. Liebe geht ja an der Stelle raus an Amir, der zu Beginn meiner Twitch-Streaming-Zeit, wo ich aktiv gestreamt habe, großen Beef hatte mit zwei Libanesen aus meinen Streams. Großen Beef. Die haben sich immer wieder gestritten, bis ich die mal auf Discord gebracht habe und die haben mit mir getalkt. Am Ende waren die so miteinander, dass sie sich tierisch gefreut haben, wenn der Gegenüber im Stream mit dabei war. Ja, nee, wenn meine Libanesen-Jungs reinkamen, haben die ihn gegrüßt aufs Höflichste und geschrieben, ey, freut uns, dass du da bist, schön dich zu sehen, wie war dein Tag? Man hat miteinander kommuniziert, er genauso. Und die Talks mit diesem Amir auf Discord waren sehr, sehr interessant. Jüdischer Soldat war er zumindest gewesen. Und jemand, der rational denken konnte, der auch nicht blind alles geglaubt hat, was man ihm erzählte. Ob es nun um die Politik im Nahen Osten ging oder diverse andere Themen. Und er ist nicht die Ausnahme gewesen. Auch in meinen Kommentaren, auch in meiner Community habe ich Zuschauer, die den jüdischen Glauben haben. Die sind auch ganz normale Menschen wie du und ich. Deswegen bitte nicht pauschalisieren. Dieser Typ ist vom Charakter her ein ekelhaftes Wesen. Er soll geballert werden bis zum geht nicht mehr. Aber bitte nicht verallgemeinern und keine Beleidigungen unten in den Kommentaren. Auch dieses, den Namen nenne ich mal nicht. Aber das war Herr W. Hihi.
das ist schon wieder absolut manipulativer Bullshit. Er weiß ganz genau, dass der Anfangsbuchstabe mehr als ausreicht, um ihn zu identifizieren, losbrechen zu lassen. Auch dieses, den Namen nenne ich mal nicht, aber das war Herr W., das ist schon wieder absolut manipulativer Bullshit. Er weiß ganz genau, dass der Anfangsbuchstabe mehr als ausreicht, um ihn zu identifizieren. Der wollte mit seiner Reichweite einfach eine Privatperson platt machen. Wie kann die es sich denn auch wagen, den großen Gil Ofarim nicht zu huldigen? Die haben zu knien, wenn ich den Raum betrete. Das erinnert mich einfach an die Laser-Lucas-Story, wo er im Club irgendwie nicht gut behandelt wurde oder nicht kostenlos reingelassen wurde. Irgendwie sowas gab's da, ne? Diese Influencer, ja, die denken wirklich, die wären was Besonderes. Kein Schwanz kennt diesen Gil Ofarim. Wirklich nicht. Und okay, es ist natürlich auch die Außenwelt ein wenig schuld. Ich erlebe es ja selber am eigenen Leibe, wenn ich irgendwo unterwegs bin, vor allem in so Kenneck-Gegenden, ob nun in Köln, Düsseldorf, was weiß ich wo, und man geht an so Läden vorbei, Friseursalons oder wo man essen kann, irgendwelche Läden, Imbisse, Burgerläden, was auch immer. Die Leute erkennen einen, laden einen ein und es könnte einem zu Kopfe steigen, wenn man Minderwertigkeitskomplexe hat, wie ein Gil Ofarim oder diverse andere da draußen. Aber passiert nicht bei allen. Ja, nee, man muss ja ein gewisses Maß an Selbstreflexion mitbringen und das eher als Zeichen der Nettigkeit der Menschheit im Allgemeinen sehen. Ist ja nicht selbstverständlich, dass Leute kommen und sagen, ey Bro, ich feiere deine Videos, es wäre mir eine Ehre, wenn du hier essen könntest, man isst bei denen, macht daraus einen Vlog, nimmt das Ganze auf, ist quasi eine Win-Win-Situation für beide Seiten, aber man bleibt immer noch derselbe wie immer. Aber bei einem Gil Ofarim und vielen, vielen anderen Influencern da draußen steigt das tatsächlich zu Kopfe und die benehmen sich so, als wären sie Michael Jackson in seiner Prime. Ist ja gut, Alter. Der hält sich für einen scheiß Tenryu Bito. Passt auch irgendwie. Er ist nämlich ähnlich sympathisch wie die. Ja, ja. Und es ist eine Diebstahl, Ruffy, ne? Weil deren Computer down ist. Kann passieren. Alles gut. Kann passieren. Aber ich stehe hier mit meiner Kette. Steht mir zu. Oh, wartet, Freunde. Ich muss kurz für eine passende Atmosphäre sorgen. Gott sei Dank habe ich die richtige musikalische Untermalung parat. Aber ich stehe hier mit meiner Kette. Mach ich schon mal den ein Clown. Und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Ja, hier sehen wir, wie eiskalt und ohne Hemmung er seine Religion instrumentalisiert für diese Lüge. Für diese abscheuliche, widerwärtige Lüge. Er ist ja nicht der Einzige, der sowas macht. Ich habe ja vorhin erwähnt, Muslime genauso benutzen ihre Religion als Schutzschild. Schaut euch mal diese ganzen TikToker an. Walla, walla, ich schwöre auf Koran, der hat so und so. Ich schwöre auf, die schwören auf den Koran oder auf Allah subhanahu wa ta'ala bei Sachen, die gar nicht stimmen können. Yani, die lügen bewusst bei einer Sache, die gar nicht stimmen kann. Wie zum Beispiel, ich würde Mike Tyson besiegen. Als dummes Beispiel habe ich letztens gehört. Ich schwöre auf Koran, sagt er. Es ist so normal geworden. Kein Schwanz redet darüber. Es ist so normal geworden vor 20 Jahren in meiner Jugend. Ja, ich bin schon so alt. Wäre das niemals akzeptabel gewesen. Und das ist so eine Art Religion als Schutzschild benutzen. Das heißt, Muslime können sich davon nicht freireden. Juden können sich davon nicht freireden. Keiner kann sich davon freireden. Weil jeder auf eine Art und Weise die Minderheit, in der er sich befindet, ausnutzt, um sich selbst zu schützen. Und das zeigt einen schwachen Charakter. In Wirklichkeit war es einfach so, dass er nicht wie ein VIP behandelt wurde. Das war das einzige Problem. Ja. Er musste ganz normal anstehen und als dann jemand direkt vorgegangen ist, ist ihm der Kragen geplatzt. Und hier haben wir das Resultat. Tatsächlich soll wohl ein Zweierpaar direkt zum Tresen gegangen sein, aber da war der Check-in schon längst fertig und die mussten halt nur kurz die Karte für 3 Sekunden von vorne abholen. Und das war's. Diese Gäste, die sich einfach nur die Karte geholt haben, wurden übrigens laut einer Zeugenaussage von Herr Ofarim angepöbelt. Er soll zu ihnen Folgendes gesagt haben, während er auf 180 ist, weil er warten muss. Zitat: Was ist an euch beiden so besonders, dass ihr schon die Karten bekommt? Dass es alles bereits vorher geregelt wurde, ging ihm wohl nicht durch den Kopf, nehme ich an. Ein Computer hatte technische Probleme, weswegen sich alles verzögert hat und die langen Schlangen entstanden sind. Aber warten? Das muss doch nicht sein, wenn man der große Gil Ofarim ist, oder? Ganz kurz muss ich hier eine Sache ebenfalls klarstellen. Er hat ja eben gesagt, der Typ, dieser Gil Ofarim, ist wie die Tenryubitos. Genauso unsympathisch. Ich sag euch ehrlich, es gibt einen Tenryubito, den mag ich wirklich. Ja, jetzt mögen alle so ausrasten und sich denken, Alter, was sagt der da? Was labert der da? Und genau das ist das. Egal was auch immer, egal welche Gruppierung auch immer, es gibt immer Gut und Böse. Und ich zeig euch jetzt einen,
oder ich sag euch seinen Namen, ja? Erinnert ihr euch noch an ihn? Hab ich recht oder nicht? Und hier nochmal meine Lieblingsszene. Den Tenryubito hasse ich. Aber ihn mag ich. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe jetzt auf Google auch nichts gefunden. Aber ich habe in Erinnerung irgendwas mit Miosgard oder so hieß der. Falls ich falsch liegen sollte, korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Nein, ich muss nicht warten. Nachdem die Leute vorbeigegangen sind, reichte es ihm endgültig und er ging vor und fing an, das Personal zu bedrohen. Die Zeugin Dagmar C. berichtete davon, dass sie ganz genau mitbekommen hat, wie Ofarim sich beim Herrn W. beschwerte und zunehmend genervter und gereizter wurde. Manche sprachen sogar davon, dass er aggressiv wurde. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe sogar, dass man halt genervt ist, wenn man warten muss, aber da muss halt jeder dann durch. So, mach halt keine Szene, du bist nichts Besonderes. Hotelmitarbeiter W. wurde hingegen als sehr ruhig und gelassen beschrieben. Nach einigen unberechtigten Beschwerden von Ofarim wies der Mitarbeiter ihn freundlich darauf hin, dass er hier ja nicht übernachten müsse. Es folgten Sätze vom Lügenlord, wie Zitat: Ich kann's publik machen, auf Facebook und auf Instagram, da geht das dann bam bam viral. Er soll beim bam bam übrigens in die Hände geklatscht haben und wirklich sehr aggressiv gewirkt haben. Wieso kann ich mir das so genau vorstellen? Video. Manche Leute verdirbt die öffentliche Reichweite. Die kommen dann halt einfach nicht damit klar, wenn sie mal wie normale Menschen behandelt werden. Ich sag's ja, der hält sich für einen Himmelsdrachenmenschen. Gucken wir mal weiter. Ohne Scheiß, 15 Minuten später komme ich dran und frage: Entschuldigen Sie bitte, was ist los? Ja, nee, ist halt gelogen. Er hat nicht gewartet, sondern sich direkt beschwert. Und auch war er dabei nicht ruhig, wie er es uns hier gerade schildert. Zumindest laut den Zeugenaussagen. Es ist nicht in Ordnung. Warum werden alle vorgezogen? Dann sagt er, dieser Herr W., um die Schlange zu entzerren. Ich stehe auch in der Schlange. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein. Alter, seht ihr dieses Grinsen? Was geht diesem Mann gerade durch den Kopf? Ist er wirklich glücklich darüber, dass er seine Macht ausspielen kann, um einen Menschen zu ruinieren? Jetzt, wo man weiß, dass er das alles frei erfunden hat und die niedrigen Beweggründe kennt, kann einen das einfach nur noch wütend machen. Man kann wirklich nichts anderes als ausflippen. Gil erzählt uns noch, wie von ihm verlangt wurde, den Stern einzupacken, sonst dürfte er nicht einchecken, bla bla, das kennen wir ja schon. Und dann sorgt er nochmal dafür, dass auch ja jeder weiß, wo die Beschwerden hingehen sollen. Guck mal, wie er fast weint. Wirklich? Nee. Super gemacht, Gil. Zum Abschluss nochmal schön auf das Hotel drauffilmen und bestätigend nicken, was wir als Ziel ist zum Abschluss freigegeben ansehen können. Darf ich hier ganz kurz einmal Liebe rausgeben an euch? Wie wichtig ihr seid als Zuschauer, wie wichtig Leute wie Just Nero oder wir im Allgemeinen sind als Influencer, die so eine Thematiken aufgreifen und die noch weiter publik machen, weil man in den Medien einen halben Tag was davon hört und jeder Schwanz vergisst es. Es verschwindet aus unseren Köpfen, aber wir lassen bei sowas nicht locker. Wir sind quasi die Endstufe der Gerechtigkeit. Und ohne euch wäre so etwas, so eine Art von Gerechtigkeit niemals möglich gewesen. Weil unser Druck, unser Wissen, was wir dann weitergeben, sorgt am Ende des Tages dafür, dass solche Vorfälle vielleicht in Zukunft nicht mehr passieren oder nicht mehr so häufig, weil wir so einen Impact auf diese Menschen haben, die so skrupellos sind, dass sogar diese Menschen sich eventuell ändern und Reue zeigen, weil die merken, ey, scheiße, das fühlt sich ja gar nicht gut an, wenn die ganze Welt gegen mich ist. Denn jetzt passiert mit ihm genau das Gleiche wie mit dem Typen an der Rezeption. Mit dem einzigen Unterschied, dass der Typ an der Rezeption nichts falsch gemacht hat und es den Gil zu 100% gerechtfertigterweise trifft. Das nennt man Karma. Und er wird noch viel, viel mehr kriegen. Ganz bewusst. Und jetzt spreche ich über die Konsequenzen, die desaströsen Folgen, die diese Lüge mit sich gebracht hat. Vergesst nicht, Freunde, er war sich über alles, was gleich kommt, meiner Meinung nach völlig bewusst, weil er ja bereits im Hotel damit gedroht hat, dass es viral geht und für einen folgeschweren Shitstorm sorgt. Deshalb ist in meinen Augen davon auszugehen, dass Gil Ofarim sogar ganz genau wollte, dass das passiert, was ich jetzt schildere. Kakashi, Mangekyou Sharingan! Die naheliegendste Konsequenz ist natürlich der Shitstorm, der das Hotel regelrecht überrollt hat. Diese Kotflut beschränkte sich allerdings nicht nur auf das Internet, wo Boykottaufrufe und schlechte Rezensionen auf das Westin heruntergehagelt sind, dass es eigentlich einen Wetteralarm hätte geben müssen. Die Folgen reichten bis in die analoge Welt. Solche Szenen hier waren an der Tagesordnung.
Das Hotel wurde komplett belagert. All diese Menschen haben dir geglaubt, Gil. Du hast sie mobilisiert mit deiner Lüge. Das sind Menschen, die an dich geglaubt haben und sich für etwas Gutes einsetzen wollten. Die sich dafür stark machten, Antisemitismus zu bekämpfen. Im Endeffekt haben die Demonstranten aber einfach den Falschen getroffen. Wo sind diese Leute denn jetzt, wenn es darum geht, den Gil zu ballern? Wo sind diese Leute? Nicht einen einzigen habe ich davon gesehen. Wo seid ihr? Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie sehr die Besucherzahlen eingebrochen sind. Man kann jetzt sagen, okay, ist halt eine riesige Hotelmarke, die werden sich von dem Schaden, der übrigens in Millionenhöhe lag, schon erholen. Ihr vergesst dabei aber etwas. Es gibt in diesem Hotel auch Mitarbeiter. Mitarbeiter, dessen Job und Existenz du möglicherweise gefährdet hast, lieber Herr Ofarim. Ist dir bewusst, dass auch diese Menschen angegriffen wurden? Gerade in solchen Zeiten, wo sowieso finanzielle Not bei vielen Familien an der Tagesordnung ist, sollte man doch bitte nicht dafür sorgen, dass dann auch noch potenziell Jobs gefährdet werden, ja? Gut, ist dir wahrscheinlich egal. Dir wurde ja immerhin nicht der rote Teppich ausgerollt. Also, selber schuld, hä? So ein Entenschubser. Die zweite Konsequenz. Gil Ofarim hat jeden, der öffentlich hinter ihm stand, lächerlich gemacht und verarscht. Wie gesagt, ist es ja eigentlich richtig und wichtig, sich gegen Antisemitismus zu positionieren. Die Leute waren allerdings teilweise so sauer, dass sie in ihrem Protest zu weit gegangen sind. Mal eine ganz andere Sache wäre Steffen Halaschka. Der hat in seiner Sendung am 29.11. mit Ofarim aber mal gehörig abgerechnet, weil er auch ihm zweimal direkt ins Gesicht gelogen hat. Er hat seine Plattform benutzt, um diesen armen Mann zu diskreditieren. Wie kann man denn so dreist sein, dann auch noch jede Einladung in alle möglichen Sendungen und Talkshows anzunehmen, um seine Geschichte weiter zu verbreiten, obwohl man zwischendurch mitbekommen hat, was das für Konsequenzen mit sich trug. Das Böse in Person, ein famegeiler, netter Mensch, ein 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 netter Mensch. Jede Beleidigung, die mir einfällt, das ist der. Das war ihm alles egal. Er wollte einfach weiter Cloud-Farming betreiben, auf die Kosten von anderen. So viele Menschen wurden so widerlich verarscht und das Ganze zieht noch einen weiteren Schwanz hinter sich her. Die dritte Konsequenz. Nicht nur wurde mit seiner Paulanergarten-Eskapade dem Kampf gegen Antisemitismus massivst geschadet, sondern auch vielen in Deutschland lebenden Juden generell. Wenn mal Anschuldigungen ähnlicher Natur an die Öffentlichkeit geraten, die wahr sind, wird der ganzen Sache weniger Glauben geschenkt, weil es genügend Trottel gibt, die das Ganze instrumentalisieren und versuchen, Verknüpfungen zwischen separaten Fällen herzustellen, perfekt wo es gesagt. Eigentlich keine Verbindung gibt. Nur wegen dir. Gil Ofarim. Der Zentralrat der Juden in Deutschland postete folgendes. 2 Jahre lang hat Hashtag Gil Ofarim Mitarbeiter eines Leipziger Hotels des Antisemitismus beschuldigt. Nun hat er gestanden, dass er gelogen hat. Damit hat Gil Ofarim all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt. Neben der Öffentlichkeit hat er auch die jüdische Gemeinschaft belogen. Wir haben in unserer Gesellschaft ein Antisemitismusproblem. Viele sind gerade in der jetzigen aufgeheizten gesellschaftlichen Situation verunsichert und erleben Hass und Ablehnung. Die vierte Konsequenz hat mit dem Zeitraum zu tun, in dem er das Geständnis abgelegt hat. Wie schon vom Zentralrat richtig gesagt, ist das wirklich das schlechteste Timing, das man haben kann. Ja. Ihr wisst, dass die gesellschaftliche Stimmung gerade wirklich alles andere als entspannt ist durch den eskalierenden Konflikt im Nahost. Diese Shitshow, die Ofarim da abgezogen hat, stellt einen echten Bärendienst für Betroffene von Anfeindungen dieser Couleur dar. Ihr habt keine Vorstellung davon, was dieser elende Lügenlord angerichtet hat. Leider Gottes, und ich habe eine Vorstellung davon, denn sehr, sehr viele erfahren zurzeit Judenhass, obwohl sie quasi nichts dafür können, was Israel zurzeit abzieht, was da vorgeht im Nahen Osten. Ja, ne, beide Seiten sowieso in meinen Augen schuld an der Situation. Nichtsdestotrotz, diejenigen, die hier leben, die Juden, können gar nichts dafür. Und trotzdem erfahren die Hass von vorne bis hinten alltäglich. Einige trauen sich noch nicht mal zuzugeben, dass sie Juden sind. Und dazu gibt es einen coolen Film. Da ist so ein iranischer Junge, der wohl Jude ist. Und ja, im Iran gibt es auch Juden. Und nein, ich bin kein Jude. Das am Anfang des Videos war nur Spaß, aber es wäre auch nicht schlimm, wenn, denn am Ende des Tages ist es scheißegal, welcher Religion du angehörst, woher du kommst, Mensch ist Mensch und solange du korrekt bist und den geraden Weg einschlägst und ich keine Probleme durch dich erhalte, gilt leben und leben lassen. Und einer meiner sehr, sehr starken Zuschauer, der mir schon seit Jahren folgt und hin und wieder auch mal unter meinen Videos kommentiert, hat mir im Privaten erzählt über Instagram in Nachrichten, wie schwer es zurzeit für ihn ist. Und jetzt, haltet euch fest, wird dieser
dieser Gil Ofarim als Paradejude von vielen Judenhassern da draußen angesehen. Und wie vorhin schon erwähnt, denkt man, jeder Jude wäre so hinterhältig, fame und geldgeil wie er. Das passt ja dann perfekt in dieses Klischee hinein. Hast du sehr, sehr gut gemacht, Gil Ofarim. Sehr, sehr gut, du kleiner. Selten gab es so viel offen ausgelebten Antisemitismus wie gerade. Und diese Geschichte ist Wasser für die Mühlen glühender Antisemiten und befeuert den Hass erst recht. Ihr könnt euch sicherlich denken, wie sehr dieser Fall gerade ausgeschlachtet wird, um das Narrativ weiter zu pushen. Das Ganze hat solche Wellen geschlagen, dass es zu einem internationalen Skandal wurde und Leipzig von Medien aus anderen Ländern als antisemitische Hochburg porträtiert wurde. Das Bild, das viele von Deutschland haben, ist ohnehin nicht allzu gut. Das war wirklich nochmal die Kirsche auf der Torte. Er hat somit wortwörtlich einer Stadt globusweiten Schaden hinzugefügt. Die fünfte Konsequenz ist allerdings die grausamste. Nicht nur setzten sich Privatpersonen für Ofarim ein, sondern auch hochrangige Politiker wie CDU-Vize Karin Prien, die öffentlich dazu aufgefordert hat, den Hotelmitarbeiter zu entlassen. Ist nur eines meiner Beispiele. Politiker sollten sich eventuell mit solchen Äußerungen zurückhalten, bis die Situation etwas durchsichtiger wird. Die wollen sich doch alle nur profilieren an dieser Situation. Ja, glaubt ihr, die meinen das ernst? Ich bin so politisch korrekt, ich stehe für dich ein. Man sollte diesen Menschen sofort halt deine Fresse. Vor allem, wo sie das geäußert hat, gab es schon die Videoüberwachungsaufnahmen und viele Influencer, YouTuber, Kollegen von mir haben das gepostet, haben darüber berichtet und kein Schwanz da draußen hat es gejuckt. Erst jetzt, wo er es zugegeben hat, ihm blieb auch nichts anderes übrig, denn die Beweislast war so erdrückend, erst jetzt kommen alle an und schießen gegen ihn. Davor hat sich doch kein Schwanz getraut. Anstatt direkt face first reinzuspringen. Sie hätte ja sagen können, wenn sich die Anschuldigungen bewahrheiten, statt sofort alles als unumstößlichen Fakt hinzustellen und Konsequenzen zu fordern, nur weil so ein Dummkopf wie Ofarim es behauptet hat. Küss dein Herz, Just Nero. Ich realisiere gerade, wie abgefuckt das alles ist. Ja. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wie es Herrn W. geht, die Person, die beschuldigt wurde? Ihr habt keine Vorstellung, was dieser Mann alles durchmachen musste, weil Gil Ofarim bewusst Hinweise darauf gegeben hat, wer es gewesen sein soll. Herr W. wurde zwar nicht direkt vom Hotel gefeuert, sondern erst einmal freigestellt, aber die Anfeindungen, die er als Privatperson ohne Reichweite, ohne Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, erfahren musste, hatten derartige Ausmaße, dass er berufsunfähig wurde. Er konnte diesen Job schlicht und einfach nicht mehr ausführen. Markus W. hat seit den Vorwürfen bis heute anhaltende Anspannungs- und Nervositätszustände, Schlafstörungen, Panikattacken und so viel mehr. 100% nachvollziehbar. Ja, ne, ich meine, die Anfangszeit, sogar für jemanden wie mich, der so ein dickes Fell hat, die Anfangszeit auf YouTube, wo ich meine ersten zwei Shitstorms hatte, ja, ne, beziehungsweise meine ersten zwei großen Beefs mit sehr, sehr großen YouTubern, war auch relativ schwer. Okay, es kam jetzt keiner auf der Straße an und so und dachte sich so, ey, ich mach den jetzt mal blöd an. Wäre jetzt vielleicht nicht so gut ausgegangen für diejenigen, die das machen würden. Aber was du im Internet an Hate kriegst, auch private Nachrichten und hast du nicht gesehen oder die Blicke, die man eventuell erntet und man sich das vielleicht nur einbildet, es kann sehr, sehr belastend sein. Jetzt nach über 8 Jahren YouTube und diversen Beefs und keine Ahnung, mit den Schlimmsten der Schlimmen Deutschlands und sehr, sehr vielen Hate-Nachrichten. Zum Glück ist das jetzt seit sehr, sehr langer Zeit abgeflacht. Es gibt gar nichts mehr, aber es gab diese Phasen. Das härtet einen ab, aber man ist auch Person des öffentlichen Lebens. Man hat sich bewusst dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Er aber nicht. Und er hat nichts gemacht, dieser Markus W. Und sollten wir nicht anfangen, mal bei solchen Videos und solchen Themen einen anderen Weg einzuschlagen, als den, den wir immer einschlagen. Und diese Idee kommt mir jetzt gerade spontan. Wer Lust hat, kann mich gerne dabei unterstützen. Wer weiß, wer dieser Markus W. ist. Also wir wissen, der wohnt in Leipzig, hat bei diesem Hotel gearbeitet. Dass er Markus W. heißt, wissen wir auch. Wenn er Lust hat, kann er sich sehr, sehr gerne melden. Und wir können ihn unterstützen auf finanzieller Ebene. Die Einnahmen dieses Videos, diese Reaktion, die ich hier gerade tätige, können wir ihm zum Beispiel überweisen, schenken, spenden, um ihm vielleicht eine finanzielle Stütze zu geben, jetzt kurz vor Weihnachten. Vielleicht hat er Geschenke zu holen, dass wir die Aufgabe des Karmas übernehmen teilweise und dafür sorgen, dass nach all dem Shit, den er erfahren musste, völlig zu Unrecht, völlig unschuldig, dass er auch mal was Positives zurückkriegt. Vielleicht habt ihr ja auch Bock drauf, vielleicht kennt den ja einer. Da soll er sich gerne bei mir melden über Instagram. Seit damals befindet er sich in psychologischer Betreuung und muss therapiert werden. Ich kann das voll nachvollziehen. Auch bei ihm beschränken sich die Konsequenzen nicht aufs Internet. Ich weiß, wie es ist, an solchen psychischen Problemen zu leiden. Und deswegen fühle ich da richtig mit diesem Mann. Der tut mir einfach nur leid. Er hat nichts falsch gemacht und wird so kaputt gemacht.
das Internet war nicht das Problem. Er musste halt alle Social-Media-Accounts von sich löschen, weil er den Hass nicht mehr ausgehalten hat, der nebenher von etlichen Prominenten weitergeschürt wurde, durch Äußerungen, die Herrn W. direkt attackierten. Es gab Morddrohungen, generelle Drohungen gegen sein Umfeld, Beleidigungen in nicht auszudenkenden Mengen. Aber was im echten Leben passiert ist, wog so viel schwerer. Im Postfach des Hotels war zum Beispiel ein Brief mit konkreten, expliziten Morddrohungen gegen Herrn W. Als Markus W. von den Anschuldigungen gegen ihn erfuhr, fühlte es sich für ihn an, als hätte ihn jemand den Teppich unter den Füßen weggerissen, so seine Schilderung vor Gericht. Der wusste ganz genau, was auf ihn zukommt. Sein ganzes Leben wurde dadurch zerstört. Seine Gedanken kreisen halt permanent um diesen Vorfall. Das ganze Team war wegen enormer Anfeindungen nur noch am Heulen. Noch am nächsten Abend musste bei Herrn W. zu Hause das Klingelschild entfernt werden, aufgrund einer akuten Gefährdungslage. Er erhielt von Behörden die Anweisung, sich in Sicherheit zu bringen. 10 Tage lang musste er versteckt werden und konnte aus Sicherheitsgründen weder seiner Familie noch seinen Freunden erzählen, wo er versteckt wurde, weil es einfach zu gefährlich für ihn gewesen ist. Junge, da kriege ich wirklich Gänsehaut. Das ist wirklich sehr, sehr krass und sehr, sehr heftig. Und ich sag euch ehrlich, dieser Gil Ofarim sollte sich im Grund und Boden schämen. Das Schlimmste daran ist, und da gehe ich sehr stark von aus, ihn juckt das noch nicht mal. Glaubt mir, er bemitleidet nur sich selbst, weil Narzissten, und das sage ich jetzt hier offen raus, benehmen sich so. Ich gehe sehr stark davon aus, dass er ein Narzisst ist, der höchsten Stufe. Denen ist der Rest scheißegal. 100% und ihr werdet von ihm kein Video sehen, kein Statement, außer irgendein Management drängt ihn dazu, was vom Herzen kommt, wo er sich bei all den Leuten entschuldigt und zumindest versucht, Kollateralschaden so gering wie möglich zu halten. Und stellt euch vor, ihr werdet 10 Tage eingesperrt, irgendwo, wo keiner weiß, wo ihr seid, wie in einem Film. Das kriegt ihr aus diesem Mann nie wieder raus. Nochmal zur Erinnerung, aufgrund dieser selbstdarstellerischen Lüge von Gil Ofarim. Ihm musste ein anonymer Wagen gestellt werden. Er war gezwungen, Leipzig vorübergehend zu verlassen und demnach auch seine Familie nicht mehr sehen zu können. Der wurde ohne Scheiß jetzt in einem Hotel ganz weit weg in Süddeutschland untergebracht. Das waren auch noch nicht alle Konsequenzen, die dieser arme Mann davongetragen hat. Aber ich denke, es reicht jetzt mit den Schilderungen. Jeder sollte verstanden haben, dass Herr W. durch die Hölle gehen musste. Gott sei Dank kam jetzt endlich das Geständnis. Es war übrigens bekannt, was er so durchmachen musste. Das hat Gil Ofarim aber nicht davon abgehalten, durch die Shows zu touren und sein Lügenmärchen weiter zu verbreiten. Das war ihm halt einfach egal. Ich meine, wen interessiert es schon, dass da progressiv fortschreitend ein Leben ruiniert wird? Immerhin profitiert Gil ja von den Anschuldigungen. Da kann man doch einfach das 50. Mal denselben erfundenen Scheiß auf seinen Nacken verbreiten. Ey, wirklich, ich komm nicht drauf klar. Check es nicht. Der wusste ganz genau, was alles mit ihm passiert. Das wurde medial thematisiert. Ich frag mich, ob dieser Bravo-Volltrottel-Musiker auch nur einen Gedanken dem Leid gewidmet hat, welches er bewusst verursachte. Nein. Oder ob er sich selbst das so doll einredete, dass er schließlich selbst geglaubt hat. Und wirklich, Markus W. in allen Ehren hat die knappe Entschuldigung von Gil Ofarim auch noch angenommen, obwohl er sein Leben zerstörte. Ich würde das noch nicht mal Entschuldigung nennen. Übrigens an die, die jetzt sagen, wenigstens hat Ofarim die Lüge endlich zugegeben. Erstens, viel zu spät. Zweitens hat er das nicht aus eigenem Antrieb getan. Wenn es nach ihm ginge, hätte er die Lüge weiter durchgezogen. Ja. Die rechtliche Aufarbeitung und Beweislage gegen ihn war so erdrückend, dass seine juristische Beratung dringlichst darauf hinwies, dass man jetzt bitte endlich einräumen sollte und mit der Wahrheit rausrückt. Richtig. Er hatte übrigens mehrere Anwälte. Schlussendlich leistete Gil dem auch Folge und gestand, dass alles frei erfunden war. Warum er gelogen hat, bleibt allerdings offen, aber... Da gab's Spackos, da gab's Opfer, diese Woken aus der Woken-Bubble, die sich dann hingestellt haben. Ja, aber da gehört Größe dazu. Halt deine Fresse, halt deine gottverdammte Fresse, ihr ruiniert gerade unsere gesamte Gesellschaft. Aber das haben wir zu Genüge ausgearbeitet, denke ich. Erklärt der gesunde Menschenverstand, würde ich einfach mal in den Raum werfen. Was mich an der Stelle aber schockiert... Die Klage wurde gegen eine Auflage von 10.000 Euro zugunsten der israelischen Religionsgemeinschaft in Leipzig eingestellt. Gil Ofarim kommt trotz des ganzen Leids, welches er verursacht hat, fast straffrei davon. Ich weiß nicht, wie sehr ihn diese 10.000 Euro jucken, ich denke aber mal nicht allzu sehr. Ja. Nach dem ganzen Rummel, den er veranstaltet hat, wird er garantiert mehr Geld eingenommen haben. Ich will nicht wissen, was manche Shows ihm bezahlt haben dafür, dass er den Interview gibt. Möchte ich nicht wissen. Das würde mich nur wütend machen. Ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich, dafür hätte es eine Haftstrafe ohne Bewährung geben sollen. Jahrelang war er sich darüber bewusst, was er anrichtet und hat darauf geschissen. Hauptsache den Profit daraus maximieren und richtig schön Aufmerksamkeit ergattern. Wie kann man so eiskalt und bösartig sein? Spätestens hier hätte man ein Exempel an ihm statuieren müssen, damit so etwas nie wieder vorkommt. Er hat jedem geschadet, sich selbst mit eingeschlossen. Dann kommt er mit nur 10.000 Euro davon. Nee, das können wir so nicht zulassen. In meinen Augen ist Gil Ofarim ein bösartiger,
rücksichtsloser und eiskalter Mensch. Solche Werturteile sollte man wirklich nicht einfach so treffen. Das mache ich auch nicht. Aber wer so bewusst mit dem Leben eines anderen Menschen spielt und es gerne in Kauf nimmt, dass sich die leidtragende Person der eigenen Lüge das Leben nehmen könnte, wegen dem, was man in die Welt gesetzt hat und 2 Jahre lang in allen Medien die Vorwürfe weiter bestärkt, aus dem niedrigen Beweggrund der eigenen Bereicherung, der kann in meinen Augen einfach kein guter Mensch sein. Das geht nicht. Diese 10.000 Euro sind ein absoluter Witz. Es ist schön, dass sie einem guten Zweck zugute kam. Normalerweise maße ich mir auch überhaupt nicht an, Urteile zu kritisieren, aber ich glaube, da lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster. Markus W. muss man wirklich lassen, dass er unglaublich gütig ist, eine Entschuldigung, die er nur widerwillig aufgrund seiner Rechtsberatung abgegeben hat, zu akzeptieren. Die Bild hat berichtet, dass die entstandenen Prozesskosten um die 130.000 Euro liegen sollen, aber naja, es ist die Bild. Und Schmerzensgeld wurde auch noch in den Raum geworfen. Allerdings sind die Angaben so halbgar. Wenn ich was Handfestes finde, bis das Video hier online ist, wird es auf jeden Fall verlinkt. Auf Realtalk-Basis, wer der Bild glaubt oder irgendwelchen Mainstream-Medien da draußen, dem kannst du nicht mehr helfen. Ob nun Welt oder was weiß ich, was es für Nachrichtensender da draußen noch immer gibt. Egal, was auch immer da gezeigt wird, wir haben es am eigenen Leib erfahren. Alles Bullshit, alles gelogen, alles Schmarrn, alles Hörensagen. Da ist nichts Nied- und Nagelfestes. Da ist nichts, wo du dich dran festhalten kannst, mäßig, ey, die haben zu 100% recht, wenn die das sagen, wird das stimmen, nein, auf keinen Fall. Hotel Westin könnte übrigens jetzt auch noch Ansprüche gegen den Trottelmusiker geltend machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergeht und vielleicht berichte ich auch nochmal drüber, wenn euch das interessiert. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Checkt den Jungen bitte ab. Er macht starke Videos, er steht auch immer hinter dem, was er sagt und lässt seinen Emotionen freien Lauf, was mir leider Gottes bei vielen anderen da draußen fehlt. Als Beispiel ein Alpha Kevin. Videos von ihm ziehe ich mir auch sehr gerne rein, aber er ist mir zu neutral, zu vorsichtig. Er achtet zu sehr darauf, dass er niemandem auf den Schlips tritt. Das feiere ich nicht so ganz. Trotzdem sind seine Videos nonplusultra inhaltstechnisch gesehen. Bei ihm habe ich das ja zuerst mitgekriegt hier, beziehungsweise zuerst reingezogen, diese ganze Gil Ofarim-Thematik. Nichtsdestotrotz war es wichtig, nochmal über diese Thematik zu reden. Und wenn es sein muss, noch ein drittes Mal, damit es nicht in Vergessenheit gerät und selbst der letzte Idiot im letzten Dorf davon erfährt. So viel meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt viel und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastak.